Hier spricht wieder Oster und es geht weiter mit einer brandneuen Folge Dragon Age Origins und ich habe schon jemanden erspäht, den guten Ruck. Mal gucken. Entschuldigung, Herr Ruck. Herr Ruck, Sie sind gerade auf YouTube. Könnten Sie bitte etwas weniger verrückt sein? Ups, da musste ich ein bisschen... Boyage mache. Könnten Sie ein bisschen ruhiger werden? Truhe im Orden. Zack. Untergang von Orten. Zack. Eventuell kann ich Ihnen doch behilflich sein. Wir sind hier im Internet. Seien Sie einfach natürlich. Für dich gibt es hier nichts. Alles meins. Ich habe es in Besitz genommen. Wer bist du und was machst du hier unten? Du willst mir was wegnehmen. Oberflächler sind alle gleich. Diebische Schurken. Ich hab's zuerst gefunden. Du bist Er ist ein mieser Plünderer und schon so gut wie tot. Geh weg! Du bringst sonst noch die Dunkle zurück. Aber die brechen dir die Knochen. Mir nicht. Es heißt, man kann hier unten nur überleben, wenn man die Leichen der dunklen Brut isst. Boah, das Blut der dunklen Brut ist giftig. Daran sind Männer schon gestorben. Nicht nur einer. Es brennt, wenn du es schluckst. Es brennt! Das ist schön. Es gehört mir, nicht dir. Dir die Knochen brechen. Wer als erster einen erschlägt, gewinnt. Ah! Hat er giftige Spinnenfreunde oder was? Wie hat er die denn jetzt gerufen, bitte? Wie hat er das denn gemacht? Also entschuldigen Sie mal, Herr, ich glaube, wir haben uns noch gar nicht richtig vorgestellt. Also, ich bin, Ustratus, Chixterminator hier aus Ferelden und, es wäre schön, wenn Sie, etwas weniger, auf meinen Magier einprügeln könnten. Das wäre herzallerliebst sogar. Nee, das will ich nicht benutzen. Ich nehme mal hier einen Schwachen. Weil der sehr angeschlagen ist. Oh, oh. Oh, oh. Ah, da fällt Morrigan aus der Latschen. Da habe ich nicht richtig gespielt. Das war mein Fehler. Wahrscheinlich dürfen wir uns deswegen die Unterhaltung nochmal anhören. Ich habe überhaupt keine Ausdauer mehr. Ach, du Heilige. Ach, du Heilige Fressorgie. Ja, was ist denn da los? Ja, entschuldigen Sie bitte. So war das aber irgendwie nicht an... Ach du meine Güte. Der wird ja der Hund in der Pfanne verrückt, sag ich nur. Wie kann das denn passieren? Ja, renn du mal weg. Besser ist das vielleicht auch. Ich weiß eh noch nicht genau, was ich hier, ne? Genau. Bin schon unterwegs. Da hinten ist die Quest zerschnitten. Ich weiß nicht, ob ich jetzt hier wirklich weitermachen soll, weil der Typ... Auf der anderen Seite, ich habe mich schon mit härteren Sachen geprügelt, außer Spinnen. Ich wollte es nur mal sagen. Da hinten ist ein Buch und da ist eine zerbrochene Truhe. Ich gehe mal rum... Altar der Trennung. Vielleicht mache ich das auch zuerst. Dann, das geht. Hier sind auch Spinnen, denke ich. Lederrüstung eines Staubfressers. Will ich gar nicht. Doch keine Spinnen, hätte ich jetzt so gedacht. Weil die Truhe so Spinnweben umhüllt war. Warum ziehen wir den Ärger eigentlich so an? Das hat uns noch gar keiner gesehen, oder? Gebt die ich kann gerne die Richtung vorgeben. Klar, Morrigan, ist kein Ding. Richtung vor. Machen wir erstmal so. Also ein bisschen gesehen haben sie mich dann doch. Ich muss mal eben gucken, wie ich das hier vernünftig setze. So. Okay, jetzt ziehe ich mal meine Nahkämpfer raus. Links, rechts. Okay. Und jetzt versuchen wir systematisch... Leute, kalt zu machen. Voll witzig. Lauf weg, Morrigan. Ich möchte gerne diese Magie haben. Ich möchte gerne ein bisschen näher gehen. Oh. Okay. Ich habe kein Lyrium. Ich habe irgendwie sehr starke Mana- und Energieprobleme, wenn ich das gerade mal so bemerken darf. Und irgendwie weiß ich noch nicht, woran das liegt. Könntest du bitte ihn erledigen? Das wäre ganz toll. Weil ich denke mal, Geister kann man schlecht die Lebenskraft raussaugen. Sehr gut ausgewichen. Da hat man genau gesehen durch diesen Monument, durch dieses Momentum, wie es glaube ich. Junger Freund, könnten wir bitte am Leben bleiben? Das wäre herzallerliebst. Zack. Ja, ich schlage zurück.
Ja, ich weiß, dass es dich dreht. Ich weiß alles. Ich höre alles, ich erkenne alles. Verletzten aus, oh, eine große sogar. Oh, ja. Heute ist das große Quatschen angesagt hier bei Ustra LP. So, der hat nur eine Verletzung, der hat eine Verletzung. Sie hat zwei und er hat ungefühlte 83, was aber dann letztendlich nur vier sind. Ich nehme mal das hier, damit sie sich ein bisschen erholen kann, weil auch sie wird, Cardigans Tagebuch, Cardigans Kreuzung gibt's ja schon, eine Armbrust, die brauchen wir erstmal nicht. Wir speichern und gucken mal, was man hier am Altar der Trennung machen kann. Obwohl der Altar vor dir zerstört ist, pulsiert er vor Energie. Die Körperteile auf den Altar legen. Okay. Was zerschnitten war und mein Versteck offenbart. Teilt mir eure Absichten mit. Sucht ihr nach Rache oder einer Belohnung? Ihr seid frei, Kreatur. Gebt mir eine Belohnung. So sei es. Ihr werdet belohnt. Und ich werde ein andermal mit dieser Welt spielen. ...25 fucking Gold gekriegt und dafür ist er jetzt abgehauen. Ich weiß nicht, ob das die richtige Entscheidung war. Wir hätten noch diesen Dämon erledigen können. Vielleicht hätte es mehr gebracht. Das lade ich doch nochmal. 25 Gold. Dafür kann ich mir nicht gerade viel kaufen. Komm, also, da. Ich bin wegen euch hier. Das ist schön. Ich freue mich auch und so. Und ja, ich möchte nicht mit dir reden. Ich möchte gerne diese Kreatur nicht unbedingt besser kennenlernen. Ich mache keine Geschäfte mit Geistern. Ich werde euch endgültig vernichten. Ich habe mich aus Bequemlichkeit verborgen, nicht aus Feigheit. Wenn ihr einen Kampf wollt, sollt ihr ihn haben. Das ist aber ein netter Dämon. Ich finde, es ist ein sehr netter Dämon. Kreatur des Nichts, ja, das sagen heutzutage doch die meisten. Die meisten wollen doch nur, oh oh, zermalmendes Gefängnis hört sich extrem nach, wir werden sterben an. Und wieder habe ich mal keine Energie, das ist, erstaunlich. Orgrin könnte mit in den Kampf, wenn er denn, manns genug ist, da mal zuzuschlagen. Okay. Er kann, nice, das war sehr gut. Konterfrost nennt man das auch in Fachkreisen. Auge um Auge, Frostbeule um Frostbeule. Komm her, du Viech. Ich weiß, du hast dich vor Bequemlichkeit, bla bla bla. Du bist ein Schwächling. Du, och, du Scheiße. Vielleicht auch nicht. Wir wissen es noch nicht. Ich hoffe, du bist ein Schwächling. Oh, 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 oh. Hier brauch ich definitiv einen Lyrium-Trank. Und hier der Ustrates, der braucht definitiv ein mächtiges Leckerli. Oh, oh. Okay, jetzt haben wir ihn. Natürlich fällt der Ogryn um. Der hat auch nichts zu tun. Boom. Quest absolviert. Und er hat, ja gut, nichts dabei. Aber ich meine, 25 Gold. Damit hat man jetzt nicht unbedingt den Ruf- und Ruhmstatus erreicht, den ich mir erhofft habe. Verletzung. Ich weiß, was passiert, wenn ein Charakter verletzt ist. Vielen Dank. Dankeschön. Bin ich nie drauf gekommen, einfach. Hä? Alle Tipps zurücksetzen, bitte. Danke. So, der gute Ruck. Vielleicht gibt er sich jetzt mal einen Ruck und redet mal anständig mit mir. Ordentlich auch. Hallo. Für dich gibt es hier nichts. Alles meins. Ich habe es in Besitz genommen. Das ist schön. In Besitz genommen. Gehörst du zu den Clans, die hier leben? Clan? Nein. Es ist trotzdem meins. Ruck ist seit Jahren hier. Und kein rausgeputzter Oberflächler bringt ihn weg. Er ist da. Okay, dann sage ich nochmal das und dann kann ich mich nochmal mit den Spinnen hier prügeln. Das ist toll und schön und ja, und Spinnen und so. Vorsichtig! Was ist das denn? So soll es sein. Oh, das war viel intelligenter als diese ganze andere Scheiße. Mhm.
Lass mir erstmal den Satz aussprechen, bevor ihr meine Genialität kontert. Irgendeiner, ich weiß nicht wer, liegt hier doch schon wieder im Dreck. Oh. Ich hoffe, ich kann das einigermaßen kontern, was hier passiert. Ja. Ich weiß, dass du da bist. Das ist auch schön und gut und brauchbar und so. Machen wir mal so. Das ist natürlich sehr mistig jetzt, weil genau das, was ich brauche, können versuchen, diese Spinne... Aha, hm. Da kommen noch mehr. Shit, riesige Giftspinne. Ja, jetzt wird's... Gerade war's scheiße, jetzt wird's ein Spektakel. Aber Papa lebt noch und gibt nicht auf. Und das ist ja wohl... Ach nee, warte mal, wir machen die kaputt. Das ist ja wohl das Wichtigste. Zack, zack. Oh, Morrigan ist auch tot. Das ist schlecht. Oh mein Gott. Der ist hart. Der ist hart, so der Typ. Ich bin soweit. Ja. Ich werde vielleicht vorher hinten im Bereich... Scheiße, zwei Spinnen waren es noch. Vielleicht werde ich vorher hinterher... Vorher werde ich hinten eventuell Fallen legen. Jetzt vielleicht keine Schmierfalle, das ist Quatsch. Ich guck mal gerade, was ich dabei hab. Vielleicht fällt mir ja was Geiles ein. Hm. Und ich kann vielleicht eine geile Falle bauen. Unter K. Diese Falle reißt den Auslöser zu Boden. Und... Okay. Was auch immer ihr wünscht. Zack. Das finde ich das Schöne an diesem Spiel. Und das habe ich noch nicht so oft erwähnt. Und auch noch nicht so wirklich benutzt. Man kann sich halt durch den Einsatz von... Achso, der hat Abklingzeit natürlich. Mit der Hilfe von einfachen Haushaltsmitteln hier, wie ein paar Blitzen. So. Kürze ich mal schnell die Unterhaltung ab. Dann hängen die nämlich schon direkt in den Scheißdingern drin. Ich mach mal so. Stell mich hier mittig. Ah, fuck. Das war nicht mittig. Orgon steht da jetzt leider sehr tief drin. Da ist jetzt derber Beef auf Morrigan. Jetzt wurde zwar noch eingesponnen. Die Situation hat sich nicht gerade verbessert, würde ich sagen. Jetzt wird da der Ostratus gefressen. Ja, nein. Definitiv nein. Dann überlege ich mir, wir machen mal hier Schluss an dieser Stelle. Wir überlegen uns was anderes. Gehen vielleicht nochmal in die anderen Gebiete. Ich sage bis zum nächsten Mal hier bei Dragon Age Origins. Auf dann. Ciao.